Idyllisch, elegant und doch geheimnisvoll. Diese Welt ist vieles. Garten für die Seele, Oase für die Bildung, geschützt hinter Mauern und bewacht von einem Greif. Wer es hier schafft, schafft es überall. Dieser Satz passt gut zu diesem Ort. Hier ist vieles alt und ehrwürdig und anderes nicht. Denn die Magie lockt auch bizarre Figuren an, Zauberer wie Harry Potter und seine Freunde. Eine Stadt wird zur Kulisse für eine Welt voller Magie und ist zudem eine magisch schöne kleine Stadt. Wir sind mal wieder in dem Land, in dem das Gärtnern quasi erfunden wurde. Und viele Menschen beherrschen es königlich. Die Reise geht nach Großbritannien. Westlich von London liegt die berühmte Universitätsstadt Oxford, Ausgangspunkt dieser Gartenreise. Der Name ist Mythos. Oxford, älteste Universitätsstadt im Königreich, Stadt des Wissens mit rund 160.000 Einwohnern. 23.000 Menschen studieren in knapp 40 verschiedenen Colleges. Die ältesten wurden im 13. Jahrhundert gegründet. Alle haben sie Gärten, nicht alle sind öffentlich zugänglich. Der Garten des Worcester College ist es in Teilen. Schon der Eingangsbereich ist very British. 1714 wurde das College gegründet. Die alten Häuser stammen aus dem Mittelalter. Mönche wohnten einst hier. Rund 600 Studenten finden hier nicht nur Antworten auf viele Wissensfragen, sondern auch Ruhe. Der Rasen im Eingangsbereich ist ein Heiligtum. Dreimal in der Woche wird er gemäht. The secret to a good lawn is very simple. Das Geheimnis eines guten Rasens ist sehr einfach. Du säst Gras, schneidest und walzt es und das machst du 300 Jahre lang. So einfach ist es. Wenn wir zurückschauen auf das Jahr 1785, da hatte der Leiter des College angeordnet, dass niemand diesen Rasen hier betreten darf. Wir sind über diese Entscheidung sehr glücklich, denn dieses Erbe macht uns heute sehr froh. Hinter den Mauern geht es weiter. Da ist zum einen der private Garten des College-Präsidenten, der Propst genannt wird. Ein Raum mit symmetrisch angelegten Beeten und einer kleinen Rosensammlung. Ein Kleinod mit Stil. Wir haben eine sehr vielfältige Anzahl an Pflanzen hier. Wenn ich nur eine Kultur hätte, wäre das natürlich toll, aber ich liebe Pflanzen. Wir haben blühende Pflanzen das ganze Jahr über. Schneeglöckchen am Jahresanfang, dann kommen viele spätblühende Stauden dazu und später im Herbst Gehölze mit tollen Farben. Wir versuchen immer dann Blüte zu bieten, wenn die Studierenden da sind. Im August ist es nicht ganz so schön hier, aber in der Zeit findet auch kein Lehrbetrieb statt. Ein kleiner Rundweg führt einmal ums Worcester College. Hier dürfen die Studierenden britische Gartenkunst genießen. Borderbeete wurden liebevoll angelegt. Die Gärtner haben ganze Arbeit geleistet. 8 Personen kümmern sich um diesen College-Garten mit Wiesen, Rasenflächen, Bäumen und Töpfen. Auch Wasser macht diesen kleinen Garten zu einem besonderen Studierraum. Von Oxford aufs Land. Einen Katzensprung von 20 Minuten entfernt ist das nächste Ziel, Waterbury Gardens. Das ist Gärtnerei, Gartencenter, mehr noch Traumgarten mit Historie. Diese Kombination lässt die Herzen von Gartenreisenden höher schlagen. Die berühmten Herbaceous Border, die prachtvollen Staudenbeete wurden hier nicht erfunden, aber perfektioniert, sagt eine Legende. Pflanzungen wie Gemälde. Nur statt Farbe gibt es Stauden und Co. The herbaceous border
It's important to us because it's literally Die Staudenbeete sind wichtig für uns, denn sie sind meines Wissens die einzigen Beetbepflanzungen im Land, die den klassischen drei Jahreszeiten folgen. Wir haben eine Lupinensaison und dann kommt die Rittersporn-Saison, später Astern. Aufgrund der Breite der Beete brauchen wir die ganze Saison über Farbe bis in den Oktober hinein. Gegärtnert wird das ganze Jahr. Rund 120.000 Besucher fühlen sich in den verschiedenen Gärten von Waterbury von Frühling bis Herbst wohl. Damit die Stauden in den Beeten nicht umfallen, bekommen sie ein Gerüst. Aber nicht aus Plastik oder Draht, sondern Natur ist angesagt. Wir legen das Gerüst an, wenn die Pflanzen ungefähr zwei Drittel ihrer Höhe erreicht haben. So können sie durch das Gerüst wachsen und alles sieht sehr natürlich aus. Man kann die Gerüste aus Birken- oder Weidenzweigen anfertigen, aber wir verwenden Haselnuss, weil wir die Gehölze hier haben und es bei uns eine Tradition ist. Jedes Jahr werden diese aufwendigen Stützen aufs Neue gesetzt. Pflanzen, Beete, Räume. Waterbury Gardens lockt. Noch verlockender ist die Geschichte. 1932 wurde der Garten gegründet als Schule für junge Mädchen. Das Ziel, die Ausbildung zu Gärtnerinnen. Eine von ihnen ist heute 94 Jahre alt. Mich hat das Thema Garten eigentlich gar nicht interessiert, als ich hierher kam. Aber es lag mir mehr, als Sekretärin oder Krankenschwester zu werden. Eben die üblichen Berufe, die Mädchen zu dieser Zeit lernten. Allmählich wuchs dann meine Liebe zu diesem Beruf. Allerdings war der Lehrstoff sehr umfangreich. Man musste so viel lernen in diesen zwei Jahren, von Gemüse- und Obstanbau über Blumenzucht, Gartendesign. Die Waterbury Gartenbauschule wurde für vier Jahrzehnte ein besonderer Ort. Geleitet von einer Frau namens Beatrix Havergal lernten die Mädchen hier alles von der Pike auf. Die Qualität der Ausbildung war einzigartig. Nicht nur Botanik war wichtig, auch Intellekt und Kunst wurden gefördert. Idyllisch war es nicht immer. Wir trugen damals Kniebundhosen. Unangenehm, wenn du kniend auf dem Boden warst. Aber wir mussten sie tragen, bis wir eines Tages dagegen rebellierten. Wir wollten diese fürchterlichen Hosen nicht mehr tragen. Stattdessen bekamen wir dann Latzhosen. Waterbury, das wurde zur Visitenkarte für viele englische Gärten. Sissinghurst profitierte am meisten von zwei jungen Frauen, die hier ausgebildet wurden. Die Lady Gardeners oder Waterbury Girls wurden mit Kusshand angestellt. Denn das gärtnerische Wissen war umfangreicher als anderswo. Wir waren nur 12 Mädchen in meinem Jahrgang. Es war wie eine Familie. Wir haben zusammen gegessen, gearbeitet, die Freizeit verbracht. Wir haben auch Ausflüge an den Fluss gemeinsam gemacht. Waterbury Gardens zählt heute zu den bekanntesten Gärten im Königreich. Ein Ort liegt Mary Spiller besonders am Herzen, denn sie hat ihn gemeinsam mit Bernard Saunders gestaltet. Ein formaler Garten mit Knotenbeet und einer mächtigen Glycinie. Ein Ort der Kontemplation und Geborgenheit, nach dem Prinzip weniger ist mehr. Und mit einem Mädchen, das die Flamme der Weisheit beschützt. Mary sagt uns immer, ein Garten muss ein Ort voller Ereignisse sein. Er sollte sich nicht ständig wiederholen. Es gibt ja diese Tendenz, eine Pflanze überall im Garten einzupflanzen. Und Mary sagt immer, das dürft ihr nicht machen. Deshalb gibt es hier ein Waldgelände, einen Sonnengarten, eine Obstplantage, Wiesen, farbige Borders. Die Idee ist, dass ein Besucher diese unterschiedlichen Elemente erleben kann. Und die Verbindung zwischen all den Räumen, das sind unsere Rasenflächen. Ein Garten voller Schätze, das ist Waterbury Gardens. Und noch einen Schatz gibt es, einen wahren Pflanzenschatz.
Waterbury Gardens besitzt die größte britische Sammlung an Steinbrechgewächsen, botanisch Saxifraga. Rund 900 Sorten sind es. Im Mai erlebt diese Kultur ihren Höhepunkt und zeigt, langweilig sind Saxifragen nicht. Zurück in Oxford. Auch Pam Coote ist Gärtnerin par excellence, aber eher Autodidaktin. Doch das Arbeiten und Wühlen in der Erde ist für sie ein großer Genuss. Einfach war in diesem Privatgarten anfangs gar nichts, denn der Boden war fürchterlich. Er war schrecklich, schrecklich ausgehungert. Die Erde war praktisch Sand. Was Vorteile hat. Das Wasser läuft gut ab. Der Boden lässt sich einfach bearbeiten. Samen wachsen von allein. Man erlebt also immer wieder Überraschungen. Andererseits laufen mit dem Wasser auch Dünger und Nährstoffe ab. Man muss also mulchen, mulchen, mulchen. Und genau das machen wir hier seit 40 Jahren. Aus der Traum von einer typisch englischen Gartengestaltung mit Rhododendren und Azaleen. Eine andere Idee setzte sich stattdessen durch. Der Garten wurde mediterran gestaltet. Vor allem der Hauptgarten erstrahlt als große Überraschung ein Wow-Effekt. Mit Hecken, Buchs, Stauden und formalen Elementen. Dazu die Harmonie aus Haus und Garten. Ein wichtiges Miteinander. Italienische Gärten haben uns schon immer inspiriert. Vor allem diese Kombination. Nicht nur mediterrane Pflanzen, sondern Statuen, Wege, Kübel. Wir lieben Italien. Wir bewundern ganz Europa, aber eben speziell Italien. Wie Goethe vielleicht. Der Garten kostet aber auch Kraft. Pam Coote weiß ziemlich genau, was sie will. Sie benötigt aber Hilfe. Zweimal in der Woche kommt die Gärtnerin Paula Wilson und unterstützt Pam bei der Pflege und auch Gestaltung des Gartens. Sie sind ein eingespieltes Team. Die vielen Pflanzen sind Pams Kinder. Zumindest sieht sie Parallelen. Was ich über das Großziehen von Kindern weiß, ist, dass man versucht, ihnen Dinge beizubringen und man eine gewisse Wunschvorstellung davon hat, zu welcher Art Mensch sie heranwachsen sollen. Sie wiederum haben ihre eigenen Vorstellungen. Man muss ihnen die Freiheit lassen, sich zu entwickeln und Fehler zu machen. Wenn sie älter werden, werden sie sowieso ihre eigenen Sachen machen. Aber auf dem Weg dorthin lernt man von seinen Kindern und genauso lernt man von seinem Garten. Sie pflanzen etwas und es wird an dieser Stelle nichts, doch dort drüben gedeiht es. Baumrinden sind auch eine Leidenschaft. In diesem Garten finden sich viele kleine Überraschungen, die ihren Auftritt von Monat zu Monat haben. So muss Garten sein, sagt Pam. Entsprechend gern öffnet sie dieses private Paradies für andere. Viele Menschen hatten mal einen Garten, auch wenn sie jetzt älter sind und nicht mehr gärtnern. Für sie ist der Besuch eines Gartens anderer Leute ein schönes Erlebnis. Und Menschen, die gärtnern, sind sehr nette Leute. Sie reden gern über Dinge und sind nicht kritisch, sondern eher voller Bewunderung. Oder sie sagen, wie machen Sie das? Oder, ah, Sie haben das hier, also wir machen das so. Wir tauschen uns eben miteinander aus. So ist dieser Garten mehr als nur Leidenschaft. Er ist die Erfüllung eines Traumes, den andere manchmal mitträumen dürfen. Von der Oase am Rand geht es in den Trubel der Universitätsstadt. Oxford steht für Wissen, Bildung, Colleges und protzt mit historischen Gebäuden aus vielen Epochen. Der Rundbau namens Radcliffe Camera war einst Bibliothek und ist heute ein Lesesaal für Studierende und ein beliebtes Fotomotiv. Stadt der träumenden Türme wird sie wegen der sehr harmonischen Architektur genannt. Die Hälfte aller britischen Premierminister hat in Oxford studiert. Alt, die Gemäuer. Jung ist das Leben. Oxford ist international und dynamisch durch die Studierenden, die die Stadt in Bewegung halten. Nicht
Immer in der Historie waren die Studenten beliebt, doch ohne wäre die Stadt unvorstellbar. Und fast jeder Uni-Absolvent war schon mal auf dem Cherwell-Fluss unterwegs, als Gast oder als Gondoliere, denn dieses Ritual gehört zu den schönsten Kurzausflügen in Oxford. Der kleine Fluss grenzt an den Botanischen Garten, auch so ein beliebter Ort in der Stadt. Er ist von jedem ein bisschen. Für die Einheimischen ist er Oase mitten im Trubel des Alltags. Für Schulklassen ein Wissensparcours mit Entdeckerpotenzial. 1621 wurde er als Kräuter- und Medizinpflanzensammlung gegründet. Er ist der älteste botanische Garten im Königreich. Auch die Idee, Saatgut zu tauschen, wurde hier quasi erfunden. Der Garten hat eine faszinierende Geschichte. Er wurde gegründet, als sich die Politik im Land elementar wandelte, und er formte und veränderte sich durch die verschiedenen sozialen, aber auch intellektuellen Strömungen von 4 Jahrhunderten. Die hohen Mauern bilden den Rahmen des alten Botanischen Gartens. Sogar ein Naturdenkmal stammt aus der Zeit. Diese Eibe ist der Rest einer ganzen Eibenallee, die vor rund 400 Jahren gepflanzt wurde. Ein Baum wurde bewahrt und er könnte viel von den Veränderungen erzählen. Alles, was außerhalb der Mauern ist, kam 1947 dazu. Der sogenannte untere oder tiefere Garten ist weniger Sammlung als Erholgarten und Experimentierfläche mit Staudenbeeten, aber auch vielen Geschichten über Pflanzen, zum Beispiel jene, die die Welt verändert haben. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, Menschen mit Pflanzen zu inspirieren und ihnen zu vermitteln, wie sie unser tägliches Leben beeinflussen. Auf den Beeten hinter mir haben wir zum Beispiel Pflanzen, die attraktiv aussehen, aber auch sehr nützlich für uns sind. Das sind Pflanzen, die in der Medizin verwendet werden, natürlich essbare Pflanzen, auch solche, aus denen Textilien gemacht werden. Das alles wird ausführlich auf kleinen Schildern erklärt. Ein botanischer Garten ohne Gewächshäuser? Undenkbar. Seit 350 Jahren gibt es welche in diesem Garten. Der Rundgang wird zur botanischen Reise um die Welt. Fleischfressende Pflanzen dürfen ebenso wenig fehlen wie zahlreiche Wasserlilien. Räume werden zur Bühne für die Gewächse. Mal Regenwald, mal Wüste. Auch eine kleine Auswahl besonderer Kakteen und Sukkulenten spielt hier eine tragende Rolle. Rund 8000 verschiedene Pflanzenarten und Sorten werden im Botanischen Garten in Oxford gezeigt. Und diese vielfältige Faszination Pflanze begeistert Menschen aus aller Welt. Und dennoch ist dieser Garten auch ein idyllischer Ort und beliebt zum Erholen, zum Staunen und sogar zum Lernen. Es ist eine Oase in der Stadt, in einer Ära der Pflanzenblindheit, also einer Zeit, in der die Leute Pflanzen immer weniger Beachtung schenken, sind wir die Überbringer dieser wichtigen Botschaft, wie essentiell Pflanzen für unser Leben sind. Und über 100.000 Besuchern können wir das im Jahr vermitteln. Natürlich beherbergt auch dieser Garten eine nationale Sammlung. Diesmal sind es winterharte Euphorbien, die seit Mitte der 1980er Jahre hier präsentiert werden. Knapp 80 verschiedene Arten und Sorten finden sich im ganzen Gelände verteilt. Von Oxford zurück aufs Land und in majestätische Gefilde. Windsor klingt nach Königin, Prinzen, Herzoginnen, nach Glanz und Ruhm. Der Great Windsor Park ist der königliche Park schlechthin. Und ein eher kleiner Teil wurde erst vor 80 Jahren gestaltet. Savile Garden ist ein typischer Waldgarten. Gartenenthusiasten nennen ihn den schönsten Waldgarten der Welt.
Einst war hier alles verwildert, quasi nur Wald, nicht in Ansätzen Garten. Dann wurde gerodet, gestaltet, gepflanzt. Das Wundergarten nahm seinen Lauf. So Eric Saville had a blank canvas. Als Eric Saville mit der Gestaltung dieses Gartens begann, hatte er statt einer Karte sozusagen eine leere Leinwand vor sich. Ein weiteres Kriterium für einen Garten wie diesen ist übrigens der Boden. Dieser hat einen pH-Wert von 6,5. Er ist sauer und damit ideal für Rhododendren, Kamelien und auch Azaleen. Und wir haben Wasser, deshalb haben wir auch einen kleinen Bach. Und die vierte wichtige Bedingung war der Bestand an Eichen. Eichenwald, Wasser, perfekter Boden, das ist die Dreifaltigkeit für Gärtner. Hier ist alles möglich und Perfektion ist das Ergebnis. Saville Garden ist ein Ereignis, eine Krönung von Gartenkunst so nah an Windsor gelegen. Ein Garten zum Spazieren, zum Entdecken. Zum Beispiel die nationale Sammlung der Rhododendren, die ab 1950 aufgebaut wurde und rund 700 Sorten umfasst. Diese Sammlung wurde über viele Jahrzehnte aufgebaut. Grundlage sind wilde Sorten. Pflanzenjäger haben junges Saatgut von ihren Reisen hierher gebracht. Die Philosophie des Gestaltens macht diesen Garten zum Schauspiel. Die Beete verblüffen. Der erste Blick gilt der Üppigkeit oder der Farbe. Der zweite bietet Überraschungen wie Tulpen oder Scheinmohn, statt im satten Licht unter hohen Bäumen versteckt. Und der dritte Blick ist die Entdeckung von wirklichen Besonderheiten. Mal ist es die Cobra-Lilie, ein anderes Mal sind es die Blätter vom Podophyllum mit den versteckten Früchten. Ein Garten kann nie stehen bleiben. Die Struktur hier stammt aus den 30er Jahren, aber in den letzten 25 Jahren und unter unterschiedlichen königlichen Chefgärtnern hat sich der Garten verändert. Wir haben den Golden Jubilee Garden, der anlässlich des Goldenen Thronjubiläums 2012 angelegt wurde und deshalb viel moderner aussieht. Sie finden mehrjährige Stauden, überwiegend Sommerblüher. Sie stehen in verschiedenen Abteilungen, was einen Überraschungseffekt bietet. Und eine Eibenhecke umgrenzt alles und drumherum gibt es wieder allerhand zu entdecken. Also ein Garten muss mit der Zeit gehen, er muss interessant bleiben. Schauen Sie immer auf Ihren Pflanzenbestand und überlegen Sie, wie er am besten eingesetzt werden kann. Sogar die Wintersaison hat mittlerweile ihren Reiz. Immer mehr Gäste kommen hierher, wenn anderenorts nichts zu sehen ist. Vom Wald geht es aufs Feld. Unweit von Oxford, gen Osten, gibt es einen Landstrich, der perfekt der Erholung dient. Die Cotswolds sind Englands goldenes Herz. Die Landschaft ist lieblich, romantisch. Wälle aus Bruchstein umgrenzen viele Felder. Die Häuser erstrahlen im goldgelben Kalksandstein, typisch für die Cotswolds. Gartenkultur gibt es hier an jeder Ecke. Wolle und Schafe sind ein anderes Markenzeichen dieser Landschaft. Mit Wolle wurde im 15. und 16. Jahrhundert viel Geld verdient. Die Region war einst reich. Wolle, ein Industriezweig. Heute werden Ruhe und Idylle zum Reichtum, vor allem für viele Großstädter. In dieser Region hat auch Victoria Summerly ihre neue Heimat gefunden. Die Journalistin liebt Gärten, sie hat jahrelang über das Thema Garten geschrieben, gilt als große Kennerin der Szene. Seit einigen Jahren genießt sie mit ihrem Hund Rufus das eigene Refugium in der Abgeschiedenheit der Cotswolds. Gärten waren immer ein Zufluchtsort für mich. Als Kind hatte ich ein kleines Versteck in einer alten Glycinie, wo ich saß, las oder spielte. Und dieses Gefühl des Gartens als Rückzugsmöglichkeit, das habe ich heute noch. Das Prinzip in ihrem Garten, mal Struktur,
mal einfach das Gras stehen lassen und abwarten. Victoria Summerlee lässt nicht gärtnern. Sie wühlt, pflanzt, gestaltet selbst. In London, wo sie lange gelebt hat, war es so. Hier in den Cotswolds ist es noch mehr. Die Briten und das Gärtnern, eine besondere Liebe. Ich glaube, im Grunde lieben wir alle Gärten. Wir sind genetisch dazu veranlagt, gerne in der Natur zu sein. In Grünräumen, mit Bäumen und Pflanzen und all dem. Ich liebe es, draußen zu sein. Selbst bei ganz schlechtem Wetter kann ich mir einreden, dass es gut wäre, im Garten zu sein. Und wenn ich einmal draußen bin, dann bin ich auch froh. Wenn Victoria Summerlee nicht gärtnert, schreibt sie Kolumnen oder Bücher. Über geheime Gärten in den Cotswolds oder London, zuletzt über die grünen Oasen von prominenten Briten. Drei ihrer Bücher gibt es auch auf Deutsch. In ihrem Leben hat sie tausende Gärten besucht, verschiedene Stile kennengelernt. Sie hat Trends kommen und gehen sehen. Im eigenen Garten ist alles erlaubt. Pflanzen Sie, was Sie wollen. Es ist Ihr Garten. Das ist das Schöne daran. Natürlich sollten Sie dabei auf die Natur hören, zum Beispiel auf die Beschaffenheit des Bodens, die Temperatur und das Klima um Sie herum. Mein vorrangiges Ziel bei der Gestaltung meines Gartens war die Harmonie mit der Landschaft. Ich wollte keinen Garten, als wäre er gerade aus dem All gelandet, sondern einen, der in die Umgebung passt. I wanted it to kind of merge with the surrounding area. Als sie anfing, sich hier einzurichten, gab es keinen Garten. Alles war ein großes Nichts. Stück für Stück entwickelte sich aus der Wiese ein Garten und ein kleiner Teich durfte nicht fehlen. Ich liebe das Geräusch von fließendem Wasser und ich mag all die Tiere, die einfach von selbst kommen. Vielleicht stellt eine Libelle irgendwo ein Schild auf mit der Aufschrift: Hey Leute, ein neuer Teich. Viele Tiere tauchen einfach so auf. Es ist magisch. Diese Atmosphäre lockt. Auch Victoria Summerlee öffnet ihren Garten und zeigt, wie sich hier alles entwickelt hat. Reisegruppen bekommen so wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nicht allein einem privaten Gartenparadies ist man hier sehr nah. Keine 100 Meter entfernt wartet ein kleiner Ort mit großer Ausstrahlung. Mehr England geht nicht. Riesenzuspruch für Zwergenhäuser. Idylle aus dem Bilderbuch. Ein Sprung ins 17. Jahrhundert in Arlington oder Byberry ist das möglich. Zwei kleine Cottage-Dörfer, die zu den schönsten im Königreich zählen. Die Liebe zum Detail ist ebenso ausgeprägt wie der Ansturm an Besuchern, zum Leidwesen der Bewohner, nicht nur am Wochenende. Eine Romantic Road führt quer durch die Cotswolds. Sie hat alles, was man braucht, um königlich britisch unterwegs zu sein. Ländlichen Charme, historische Kulisse, botanische Glückseligkeit. Der perfekte Abschluss, um England als das zu sehen, was es ist. Majestätisch schön und immer eine Reise wert.